Hallo Leute, hier ist wieder euer Lance, jetzt zurück Let's Play Kid Icarus Uprising. Ich habe, hier tolle neue Waffenjuwelen, einmal den hier und so, von Palutena erhalten natürlich wieder. Und ich mache die mal jetzt zu Geld, weil ich sie nicht brauche. Gut, dann werde ich mal aus. Umtauschen. Ach nein, ich wollte nicht. Nein, ach, ich bin doch blöd an, ist aber falsch. Ach. Scheiße. So, Geld. Ja gut, die guten behalte ich mal. So. Bin so ein Vollidiot. Was mache ich denn da? Also gut. Lange mehr als 500 Herzen, wenn dem nur auch gut. Haben wir jetzt was Neues erreicht, ne? Aber die Musik passt irgendwie nicht ganz so. Die ist zu episch. Ich wechsle mal kurz. Oh was. Gut, im letzten Part haben wir Pit aus der Unterwelt befreit, beziehungsweise haben ihn wieder zum Leben erweckt. Ja, was habe ich so für Waffen da? Eigentlich immer noch dasselbe. Ich habe jetzt so eine derbe Keule. Ich habe ein paar Kapitel mehr voll abgeschlossen, hier Meerespalast. Das hat ewig gedauert, bis ich den komplett hatte. Dann Nullbomben-Terror habe ich immer noch nicht. Aber das Aurum-Nest habe ich endlich und Streitwagen des Blitzes und so habe ich auch noch nicht. Naja. Herr der Unterwelt. Wir haben noch die Igelklauen ausgerüstet. Ist, glaube ich, aktuell auch das Schlauste. Obwohl ich jetzt, glaube ich, mal für die Luftschlacht zumindest meine Sandwirbelkeule nehme. Wenn ich dann das erste Mal sterbe, dann drehe ich das um, weil im Bodenkampf ist ich sowieso nicht so gut. Ja. Und deswegen starten wir das jetzt hier. Herr der Unterwelt. Klingt schon mal sehr interessant. Wir starten das mal auf Stufe 7. Da müsste ich ganz gut durchkommen eigentlich. Obwohl Stufe 8 vielleicht, weil ich ja dann auf Stufe 7 den Normalkampf mache. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Yeah. Dachte ich es mir. Wir können da wieder diese Master-Sachen nehmen. Genial. Sehr schön. Finde ich gut, dass wir wieder hier derben Bosskampf machen dürfen. Brauchen wir also doch nicht unsere Keule da ausgerüstet zu haben. Ist egal eigentlich dann. Du kannst nicht im Namen von allen Leuten der Welt sprechen. Vielleicht sind da auch welche anderer Meinung. Wir leben hier in der Demokratie, da ist das vielleicht auch mal möglich hier. Du bist nicht hier der Diktator, der alles bestimmen darf. Mann, ey. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, ne? Das ist hart. Okay. Diesen Müll haben wir auch erledigt. Noch läuft's ganz gut, muss ich sagen. Stirbt. Sehr schön. So, where's his castle? Hades doesn't have one. What? The Lord of the Underworld can't even afford a roof over his head? No, no, it's not like that. This is his realm. So he could be anywhere in this darkness. Or everywhere. Then, what's the plan? Just stay alert, Pit. I can sense Hades' presence surrounding him. Bam. That's great intel. But do you think you could be a bit more specific? Just a little bit? Boah, das ist gerade ein bisschen schlecht erkennbar hier alles. Komische Magiezeichen schweben uns entgegen. Interessant. Die kann man leider nicht zerstören. Oh, die Kamera hat gerade blöd gemacht.
Gut, jetzt geht's wieder. Lustig. Okay. Jetzt heißt es Pity Pat gegen Hades. Even your darkness can't hide from the light. Now isn't that just precious? No. Oh. Hey, jetzt haben wir ja wieder unsere... Nein! What? No! You're not quite so tough now, are you? Oh, das ist schlecht. Wir sind kaputt. Ach du Scheiße. Ich wette, wenn wir jetzt gegen ihn gewinnen, haben wir immer noch nicht ganz gewonnen. Wie, jetzt keine Ausrüstung wechseln? Verarscht mich nicht! Ach, Manno. Na dann. Ach, ich hab leider gerade Schnupfen, ein bisschen. Let's go! Na dann. Aber dass ich jetzt das nicht wechseln konnte, nervt mich ein bisschen. Nein! Die drei heiligen Schätze sind kaputt. Das ist schade. Man könnte auch sagen, sie sind im Arsch. Bam. Yeah. In your face, ey. Alter, voll kloppen und so. Wie, wir sind in ihm... Er hat uns gegessen. Where am I? Am I a ring? Nein, hoffentlich nicht wieder das. Das gibt's doch nicht. Er hat uns jetzt nicht echt gegessen. Lady Palutena, can you hear me? Hello? Oh nein. She can't hear me. Well, I better start wiping out bad guys. Hey, was sind das denn? Das sind Handoras, nur stärker. Don't tell me you're still alive, Pity Pat. Hades, where am I? Why, in the belly of the beast, of course. Oh no. Oh yeah. Was ist das denn? Hä, hey, die sind alle voll getuned irgendwie. Aber leider bin ich mit diesem Teil so unglaublich langsam. Yeah. Geil. Wieso ist hier alles so komisch, Farben? Seltsam. Ist das auch so ein Zyklon? Gut, setze ich ein, denke ich. Wenn ich brauche. Oh, Chuck. Hey, da oben müssen wir hin. Was ist das? Stufe 8, ach verdammt, so knapp. Wirklich schade. Upsi. So. Ne, es ist jetzt ärgerlich. Hätte ich doch bloß auf Stufe 9 gezockt. Aber gut. Da brauche ich mir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt Vorwürfe zu machen. Denn ich werde jetzt einfach alle kloppen. Was ist das jetzt?
Ich gehe mal zurück. Ich glaube, das ist auch schlau irgendwie. So. Können wir uns zumindest ein bisschen noch heilen. Oh ja, das wird jetzt ein Fest werden. Sehr schön. Ach Mann. Sehr ärgerlich. Mit dieser Waffe ist es fast unmöglich, nicht beide gleichzeitig zu aktivieren. Was sage ich fast? Es ist unmöglich. Oh Mann, oh. Das wollte ich doch gar nicht. Ich will doch nur hier... Nach Mano, Pit, warum schlägst du denn immer doppelt? Geht doch. Wäre auch was gewesen. Das wäre ein ziemlich blöder Spielfehler. Alter, wieso bin ich so gut gegen das Viech? Sonst bin ich nicht so gut. Hat der für mich hier ein Funkloch gemacht oder was? Ich kann gerade nicht ganz zuschauen, zulesen, keine Ahnung. Naja, ist vielleicht nicht so schlimm. Dann habe ich das Gefühl, da könnte ich durchbrechen, aber es geht nicht. Können wir vielleicht hier irgendwo zu seinem Herz vordringen und ihn töten? Wieso kann er sich nicht einfach explodieren lassen, dann bin ich tot? Oh Mann. Pit redet selbst mit sich selbst als Palutena. Das ist auch mal was, was wir noch nicht hatten. Ey, Thronfisch, Thronfisch, du bleibst hier. Meins, meins. Wo bist du? Arsch. Nein. Aber Hauptsache, hier komme ich mal ganz gut durch. Ach, Entschuldigung. Ach so, da muss ich hier kloppen. Na gut. Toll. Das war fies. Okay, jetzt kann ich endlich meine Ausrüstung wechseln. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit eigentlich machen. Das ist nett, dass ich das jetzt endlich mal darf. Ach so. Deswegen. Gut.
Was ist denn das? Ich will das wissen. Ach, da war was drin. Nur oh, schön. Finde ich nett. Habe ich persönlich jetzt nichts gegen. Also, ne? Wo sind wir jetzt? In seinem Gehirn? In seinem Magen? Wie er schlägt sich in sich hinein? Ich auch. Was ist das? Ach du Scheiße. Aha. Which means a different body, different memories, and different experiences, yes? So isn't being reborn as something else the same as being removed from existence? I eating souls isn't right! That depends on your definition of right. All living things survive by eating other living things. Ah, hier, was ist das Killerauge? Achso, das feuert jetzt Sachen für mich ab. Okay, finde ich nett. Ah, hier, Zerteiltypie. Achtung, Unterhose. Ja, genau, da. So, nein, oh, ihr. Nein, ihr tötet mich nicht. Nicht nett. Das Killerauge ist gleich kaputt. Nein, es ist kaputt. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Aber ihr könnt es ja lesen, von daher. Ist es, glaube ich, in Ordnung soweit. Komisches Vieh. Ah, das Vieh. Nein, du tötest dich nicht. Ach, mich, hier, lass das bloß. Also, nein. Scheiße. Aber dieser Part ist schon lang genug und ich würde sagen, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle in den nächsten Part. Und ja, bis dann, ciao, euer Lorenz Azzurro.